Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Reach unter Linux, die Master Chief Edition mit Proton und DXVK. Ja, in der letzten Folge haben wir ein riesiges, monströses Geschütz ausgeschaltet, woraufhin dann irgend so ein riesiges Raumschiff von uns hier angekommen ist. Ich weiß gerade nicht, wo es steht. Ich glaube, da vorne sieht man noch den Vorderteil. Und dann sind wir mit Cat zusammen, fachmännisch mit dem rauchenden Auto da hinten, mit dem nicht rauchenden Auto sogar, hierher gefahren und jetzt suchen wir irgendwie einen Xyloten oder, ansonsten so unserem Primärziel vorzustoßen. Hologramm. Okay, nee, ich sprinte lieber tatsächlich. Cat, das wird so nichts. Ey. Oh, das tut weh. Ja, hör auf, gegen die Wand zu laufen. Ne, war meiner. Ich hab ihn zuerst gesehen, ich hab ihn zuerst erschossen. Fertig. Viel Spaß damit. Ja, easy. Was ist das für ein Geräusch? Dieses Düdüm. Hier gesehen. Ah, ist da hier ganz kurz ein paar Schritte zurück. Helft mir, helft mir! Junge! Ich fühle mich leichter im Schuss genommen. Jungs, wieso hängt ihr denn hier an der Treppe rum? Macht euch nützlich und helft mal. Während ich zurückrenne und mir ihn hier suche. Weil ich so mutig bin. War doch hier irgendwo. Plasmagranaten lieber, die kleben so schön, wenn man richtig trifft. Na hier. So, okay, kann weitergehen. Ich hab noch einen Granatenwerfer, sehe ich gerade. Ja. Yeah. Ich habe so die Talent, mich mit so Kollateralschadenswaffen, Raketenwerfer, Granatenwerfern mehr selber in die Luft zu jagen als alles andere. So. Dieses Geräusch, ich kann es gar nicht zuordnen, was ist das? Tut mir leid, aber warte ich gar nicht mehr. Kurz Nagelpistolen mitnehmen. Ihr habt zum Glück ein paar mehr. Ist hier wichtig? Irgendwie neue Waffen, okay. Wer ballert denn hier die ganze Zeit auf uns? Au! Nicht nett, der Herr. What the heck? Wo kam denn die Granate plötzlich weg? Ja, aber schön gefallen bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also schön. Plasma-Granaten woanders spielen.
Dillum. Schon wieder dieses Geräusch. Danke. Hab ich irgendwas verpasst? Ist hier irgendwie was? Ist hier irgendwas? Alles klar, wenn die einfach nur bombardiert. Die verprügel ich halt lieber, als die Munition bei denen zu verschwenden. Gut. Alles klar, Kette ist weiterhin an unserer Seite. Ah. Fühle ich mich tatsächlich ein bisschen wohler. Die anderen sind ein bisschen dämlich. Bei ihnen geht's halbwegs. Wobei es wahrscheinlich exakt dieselbe KI ist, aber egal. Freigabe zum Vorrücken. Kat, wie sieht's aus? Kommst du mit, Mädchen? Dann können wir noch zusammen ein paar Aliens prügeln. Das gefällt mir. AG-Pistole oder das andere dicke Ding? Sowas ist das. Kat, mein Schatz, komm, ich habe uns ein Auto organisiert. Steig ein, Schätzchen. Auf geht's. Okay, so fährt sich das Ding und so schießt das Teil. Update 6. Scans zeigen ein weiteres Allianz-Flakgeschütz voraus an. Ich will, dass du das Geschütz neutralisierst. Ganz egal wie. Okay. Schützen haben wir ja schon Erfahrung mit. Das sammeln wir in der letzten Folge. So, also, das kriegen wir schon irgendwie geritzt. Gut, das haben wir hier gekriegt. Ey. Oh, jetzt hier. Schön. So, also Geschütz neutralisieren. So, erstmal die Waffen platt machen. Tschüss. Darauf habe ich gewartet, dass sie so einen Fehler macht. Ich kann ja das im Auto ziehen. Wie fies ist das denn? Bums, können wir da schon irgendwie durch. Ruhe jetzt da vorne.
können doch was aus, ihr Drecksviecher. Ich glaube, den Armor ballert, ne? Schlimm mit euch. No problem solved. Okay, Landungsschiff. Ja, genau. Jetzt mal mit dem Papi nicht darunter fallen. Easy. Verteidigen. Okay. Das Ding schickt uns auch noch her um die Ohren. Gut gemacht, Sex. Der MND braucht Nahaufklärung der Kuppeln. Wir fliegen dich von hier. George ist mit einem Falcon auf dem Weg, Lieutenant. Markiere jetzt die Landezone. Commander, baue hier einen Beobachtungsposten auf. Verstanden. Wacht auf neue Infos. Seht euch dort um. Karte aus. Willst du mit, Spartan? Immer doch. Komm, Schnuckelputz. Nein, nimm Kate doch mit. Ich habe ein paar widerliche Sachen im Canyon gesehen. Rufe unterwegs, Ziel aus. Tschüss, Kate. Ich fürchte, ich hätte warten müssen. Du bist ja auch einfach los, bevor Kate im Ding drin ist, ne? Auf dem Canyon, direkt voraus. Ist das Geschütz von dem Flieger hier oder ist das, habe ich jetzt in der Hand? Also nicht von dem Auto hier. Gut geschossen, Spartans. Dranbleiben, Sex. Wir sind immer noch im Test. Ich hoffe, Kate wird wieder an Bord gebeamt oder in der nächsten Mission ist sie wenigstens wieder da. Hier scheint sie jetzt gerade nicht so relevant zu sein. Verstanden. Dort. Nach neuesten Informationen projizieren sie elektromagnetische Schilde. Da würde ich nicht reinfliegen. Höchste Priorität, Pilot. Wir müssen da rein. Verstanden, Sir. Es geht los. Achso, durchfliegen kann man, aber durchballern nicht. Systeme sind ausgefallen. Wir stürzen ab. Panzerung schließen, Spartan. Das wird eine harte Landung. Elektromagnet, ja gut, dann fliegen wir natürlich mit einem technischen Gerät einfach mal durch die Blitzwolke. Beste Idee, die man haben kann. Ich hoffe, Kate ist wieder mit an Bord. Wieso habe ich so übelstes Steering zur Zeit? Also das ist ja ätzend. Ich hätte das mal komplett weg. Die Crew ist tot. Weg hier. Empfange überall Feindsignale. Wir müssen los. Commander, haben die Kuppel im Visier. Sieht wie ein Stützpunkt aus. Verstanden. Hab mein Bild. Dort arbeite dran. Einen Moment. Ich vermisse Kate. Lagere die Stellung. Stirb mir nicht, Junge. Scheiß Schafe zu Dingen woanders spielen. Dann verteidige dich. Weiter so, ich komme. Munition geht mir leer.
Aha, geht in die Hose. So. War hier nicht noch irgendwo schon Stilltypen? Ich meine, ich hätte welche gesehen. Big Diana. Junge, was haben die da für Geschütze rumliegen? Macht euch auf eine Welt voller Schmerz. Oh. Okay. Es gefällt mir nicht, dass sie so dicke Geschütze da hinten stehen haben. Der MRD hält die Kuppel für Teleportationspunkte. Teleporter? Wohin denn? Ja, wenn wir das wüssten. Die Grafton ist bereit, die Kuppel zu zerstören. Aber erst muss der Schild abgeschaltet sein. Verstanden. Sex, ich halte diese Schweine auf. Schaff es irgendwie auf die Kuppel. Danke auch. Mitten im Feindgebiet. Beste Idee. Durch, ja. Wenn du im Weg stehst. Oh fuck, hat er mich mit der Plastergranate erwischt. Scheiße. Und alles nochmal. Es ist Zeit für Erlacht. Die kleinen Dinge zählen. Sind einsatzbereit. Eieieiei. Das wird streng anstrengend, sage ich euch, das wird anstrengend. Halt ihn ordentlich ein. Noble 5. Der MRD hält die Kuppel für Teleportationspunkte. Teleporter? Wohin denn? Die Grafton ist bereit, die Kuppel zu zerstören. Aber erst muss der Schild abgeschaltet sein. Verstanden. Sechs, ich halte diese Schweine auf. Schaff es irgendwie auf die Kuppel. Fuck, keine Munition mehr. Ich werde beschossen. Okay, irgendwie auf die Kuppel schaffen. Krieg ich hin. Den Typen mit seinem scheiß Geschütz hier wegmachen, Alter, der nervt. Dumme Idee. Tschüss. Noble 1, 6 ist unterwegs nach oben. Bleib da und Schild ausschalten, Lieutenant. Spartans, komm mit einem Falcon. Wir holen euch, wenn ihr dem Schild den Saft genommen habt. Ich bin soweit, 6. Schnell, Lieutenant! Eine Fregatte wird die Kuppel sprengen, sobald der Schild aus ist. Au.
Ach du Scheiße, Alter. Der trifft dich einmal und du bist am Arsch. Da oben war ein Safe, als ich in der Kuppel war. Danke. Grinder und Schild ausschalten, Lieutenant. Spartans, komme mit einem Falcon. Wir holen euch, wenn ihr dem Schild den Saft genommen habt. Ich bin soweit, Sex. Schnell, Lieutenant. Eine Fregatte wird die Kuppel sprengen, sobald der Schild aus ist. Munition ist wieder rar gesät hier. Das da ist beschädigte Ware. Beschädigte Ware ist doch gut, dachte ich. Ich stehe unter Beschuss. Ich greife an. Den habe ich im Visier. Mehrere Ziele. Wie mache ich das mit dem? So. Ich werde Schalte das Ich brauche einen besseren Winkel. Lieutenant, Schild ausschalten und verschwinden. Einfach mal wild auf irgendwelchen Alien-Tasten rumdatschen. Nur, dass er weiß, was er drücken muss. Der Typ mit dem Maschinengewehr? Hol uns hier raus. Zentrale? Nobel 1 hier. Kuppel 1 okay. Ihr könnt angreifen. Schönen Tag noch. Verstanden, Nobel 1. Oh Gott, drei Stück an alle davon, Bodeneinheiten. Alter. Fregatte 318 kommt. Und MAB-Projektile wurden autorisiert. MAB-Munition? In der Atmosphäre? So bekommt man auch Aufmerksamkeit. Gut festhalten, Leute. Da guckt euch was an, das Prachtstück. Neuer Kontakt, ein Supercarrier. Nein. What the heck? Das kann doch nicht wahr sein. UNSC-Fregatte Crafton, hören Sie mich? Die Crafton ist staub. Wir müssen hier weg. Schnell. Ah, ja, ist klar. What the fuck? Alter, das ist ja noch ein eigener Anzug. Kraft, so richtig heftige. Wow. Alter Verwalter. Was haben die gebaut, die Leute? Es ist ja krank. Ach du Shit, Alter. Ja, gut. Na, es gibt immer einen noch größeren Fisch, sagt man ja, ne? Hä? Der Feind ist verschlagener als gedacht. Die Kuppel war tatsächlich ein mit einem Allianz-Supercarrier verlinkter Teleporter. Äußerst gefährlich. Aber Hilfe kommt sofort. 60% der UNSC-Flotte kommen von ihrem Einsatz nach Reach. Die erste Kampfgruppe sollte innerhalb der nächsten 48 Stunden ankommen. 48 Stunden? Das soll sofort sein? Oh. Auf wen setzt du diesmal? Sie. Du setzt immer auf sie. Er frisst sie aus der Hand. Das Ding macht uns platt und wir sollen auf Verstärkung warten? Bis dahin sind wir tot. Unsere Geschosse sind entweder außer Reichweite oder mit ihren Schiffen abgestürzt. Du rennst offene Türen ein. Wie offen? Den Blick kenne ich, Cat. Sie können Nein sagen. Nein. Hören Sie doch erstmal zu. Gut, schieß los. Erinnern Sie sich an das verunglückte Kolonieschiff auf dem Weg nach Cygnus? 700 Tote. Fehler im Hyperraumantrieb, oder? Der funktionierte eigentlich. Nach einer Wartung wurde der Antrieb falsch montiert. Beim Start hat es das halbe Schiff zerfetzt. Und das hilft uns. Wie genau? Ein gewisser Supercarrier der Allianz könnte mit etwas Nachhilfe einen ganz ähnlichen Unfall haben. Selbst für dich, Cat, ist es... Inspiriert? So kann man es auch nennen. Was ist los? Na los, erklär's. Darf ich? Pass auf damit. Ziel? Zerstörung des Allianzträgers in der geosynchronen Umlaufbahn. Ist das genehmigt, Sir? Na, was denkst du? Oh. Vorgehen? Ein Hyperraumantrieb ersetzt die fehlenden Bomben. Liefersystem? Wir. Lösung? Uns da hochbringen.
und einen Hyperraumantrieb auftreiben. Danke fürs Leihen. Wir brauchen also nur ein orbitfähiges Schiff und das teuerste Gerät, das die Menschheit je geschaffen hat? Als einfacher Soldat habe ich natürlich keinesfalls Zugriff auf so etwas. Abgesehen davon könnte man, ich weiß nicht, auf dem nächsten nicht existenten Startplatz im nicht existenten Saber-Programm suchen, das von drei Regierungen als absurdes Gerücht abgetan wurde. Und bei dem unser neuestes Mitglied natürlich nie Pilot war. Also, du machst mir Angst. Wir brauchen nur das Okay von Holland. Viel Glück damit. Sie werden ihn fragen. Okay. Ah, er wird sich nie darauf einlassen. Ja. Das Saber-Programm ist Fahrgasse. Ist recht weit zur Startanlage. Näher wäre zu gefährlich. Verstanden, Commander. Den Strand hoch, Noble. Alles klar, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, da wir bei 27 Minuten sind mittlerweile. Und ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.